Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smushy Come Home. Wir müssen da den Bruder von unserem Capybara-Freund finden. Hier ist er auf jeden Fall nicht. Dann ist er wahrscheinlich auf der anderen Seite von diesem kleinen See. Respektive auf der anderen Seite von der Brücke. Denke ich jetzt mal. Ich sehe ihn zwar noch nicht. Ja, auch es ist kein AAA-Game, wo du mehrere Kilometer weit sehen kannst. Hier waren wir schon. Da war die Taucherprüfung. Ah, da hinten ist er. Guck mal. Habe ich doch... Es kam mir doch irgendwie bekannt vor, dieser blaue Kessel auf dem Kopf. So, was machst du denn hier? Ich wollte nur reden. Ja, komm jetzt. Hau endlich ab. Wie kommst du, dass du sauer auf deinen Bruder bist? Ich wollte nur mit ihm abhängen, die Sonne genießen, vielleicht ein Picknick machen. Hätte er den ganzen Tag durchgeplant. Und dann? Hab gesagt, er wäre zu beschäftigt. Kannst du das fassen? Ja, jetzt ist er hier. Vielleicht könnt ihr noch das Picknick machen. Ja, nö, zu spät. Du hast verpasst. Ich hab einen neuen Freund, der viel cooler ist und schlauer und mit mir rumhängen will. Wo ist er? Oh. Hast du ihn gegessen? Wir wollten ein Picknick machen. Also ist da los, um etwas zu essen in der geheimen Höhle zu suchen. Aber er ist noch immer nicht zurück. Es gibt eine geheime Höhle. Scheinbar ist sie unter Wasser versteckt. Mein Freund kann tauchen, also ist da los, um danach zu suchen. Aber ich habe ihn nicht mehr gesehen, seitdem er ins Wasser ist. Beunruhigend. Und ich habe nicht mal was zu essen für mein eigenes Picknick. Das ist ein Albtraum. Ah, jetzt beruhigt. Ja, genau, beruhigt. Okay. Ich werde nach dem verlorenen Freund suchen und du besorgst etwas zu essen. Ja, wir helfen dir. Machen wir alle zusammen ein Picknick. Okay. Super Plan. Jetzt muss ich nur irgendwie... Ah, warte, hier kann ich das Ding platzieren. Und dann kann ich hier tauchen. Muss ich nur noch die geheime Höhle finden. Was glitzert hier so schön? Aus, als fehlt irgendwas. Ach, was du nicht sagst. Aber was? Da fehlen noch einige Sachen, ha? Guck mal, das wäre die geheime Höhle. Jetzt muss ich nur noch... so Kugeln finden, die ich bei diesen Statuen verteilen kann, wie zum Beispiel die hier. Na, guck mal. So, machen wir die erste Statue da hinten. Numero uno. Dann ist es wahrscheinlich hier hinten. Ja, guck mal, habe ich es schon wieder gesehen mit Leuchten. Sehr gut. Die zweite Statue ist hier. Und jetzt fehlt wahrscheinlich noch eine. Ah, guck mal, Kugel direkt gesehen. Das sind die Augen von einem Gamer, ha? Dann gehen wir da nach hinten. Und das ist... Oh, eine neue Pilzart auch noch gleich. Und die Höhle ist natürlich auch offen. Also erstmal die Pilzart. Satyrella aquatica. Okay. Welcher war... Ah, das ist der hier, der leuchtet. Okay, wir gehen mal rein in die Höhle. Der mit der Stirnlampe. Sehr gut. Ja dann... Such mal den Kollegen. Aha. Die Musik in den Höhlen erinnert mich irgendwie immer an die Super Mario Spiele. Weiß nicht warum, aber sie machen's. Ja, das war jetzt nicht so klug, hä? Ja, doch. Mal hier durch. Dann mal hier.
Nichts Besonderes, ha? So, grüne Kristalle. Man weiß ja nie, wann man die Dinger brauchen kann. Von daher, all good. Jetzt haben wir hier drüben so. Hier geht's nicht. Ach, hier ist ja. Hä? Ja, aber. Geht's denn hier sonst noch weiter? Kann ja nicht sein. Ah, doch. Ist aber jetzt nicht so klug. Ja. Sag mir nicht, es ist aber nur der lila. Also nur. Wobei, ich brauche den ja nicht. Ist tatsächlich alles. Okay. Hä? Ist vielleicht doch irgendetwas hier. Ah ja, guck mal. Hier ist auch ein bisschen was. Oh. Was ist diese uralte Schrift? Ein paar Teile fehlen. Na dann. Suchen wir die Teile. Das ist einfach die Reihenfolge für, um das Ding da zu benutzen. Guck mal da. Sehr gut. Nummer 1 haben wir. Okay. Dann ist sicher hier noch was. Versteckt. Also muss ja. Weil viel mehr Platz hat's gar nicht. Da drüben, da liegt doch was. Jawohl. Und das letzte Teil ist dann wohl hier oben. Ja, guck mal. Easy. Also, Ausrufezeichen zuerst. Wo ist es? Hä? Ah ne, das ist der Pfeil nach unten. Dann hier. Dann nochmal so und dann das Herz. Ja, oh. Was ist das? Das ist der Tintenverstärker. Okay. Das ist schwarz. Ich will das Blaue. Ja. Ja, aber. Das ist nicht die Lösung. Respektiv, da ist er nicht der andere Kollege. Sag mal, hier noch so. Ich hab mich verlaufen, glaube ich. Was ist hier? Bin ich nicht von hier gekommen? Nee, da ist ein Feuer plötzlich. Zum Teufel. Ach, guck mal, da unten. Wer bist du? Bist du ein Engel? Ah, das ist der neue Freund da vom Capybara. Ich hab nur die Umgebung erkundet. Da den Ausgang hinter diesem Graben. Ja, da Haken sind kaputt gegangen. Aha. Muss nur einen Weg finden, um dich hochzuziehen. Ja. Jetzt rastet doch nicht die ganze Zeit so aus. 20 Minuten und der dreht schon durch. So unfreundlich wie der ist, würde ich den am liebsten hier unten lassen. Wo soll ich denn durchgehen? Gehen wir erstmal hier nach oben. Ja.
Okay. War zwar ein bisschen unkonventionell, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es geschafft. Das ist die Hauptsache. Hä? Okay. Ja. Und jetzt? Ist da vielleicht irgendwas? Gibt es irgendwas, was ich da drauflegen kann? Nee, gibt's nicht. Dann muss ich die richtige Höhe finden, ha? So. Müsste klappen. Ja, ja. Nee, es klappt. Oh, es klappt nicht. Okay, muss ein bisschen nach unten das Ding. Das reicht. So, was haben wir hier? Hungry Gummy. Und. Das ist ein. Hier irgendwo. Ich kann ja nicht mehr schwimmen. Perfekt. Ja, aber. Hä? Was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hier nach hinten? Das ist ein. Ah, das ist ein Weg. Das sah wie eine Wand aus. Ich geh erstmal hier hin. Auch wenn ich es nicht brauche, ist okay. Nochmal nach unten. Hier auch. Oh shit. Verkackt. Ah ja, guck mal, hier ist ein Knopf. Für den Windstoß. Die Frage ist halt, wohin bringt mich das? Ja, wir müssen es rausfinden, ha? We have to find out. Vielleicht ist hier irgendwo ein Seil. Bezweifle es zwar, aber. Ich bin jetzt gelandet. Ein Seil. Hi. Diese Eichel ist fast fertig. Nur noch ein wenig köstliches Würzmittel. Okay. Ich hab ein Seil. Benutze es, um mein köstliches Würzmittel zu sammeln. Er weiß nicht, was es ist. Du hast es im Wasser gefunden. Ich bin ein mit dem Flow-Gen-Typ. Also habe ich daran geleckt und jetzt esse ich nichts mehr ohne. Okay, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Würdest du mir das Seil geben, wenn ich dir mehr von diesem Würzmittel besorge? Okay, dann haben wir einen Deal. Was hat er da noch gesagt? Nimm einfach den Eimer und spring ins Wasser, um es aufzufischen. Aber noch im nächsten Part, ne? Für heute ist Schluss. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.